Liebe geschätzte Lichtarbeiter der Erde, dies ist die heutige Botschaft der Galaktischen Föderation. Vieles, was vor euch verbogen war, wird nun enthüllt. Die Kabalen werden ihre schmutzigen Schandtaten nicht mehr vor euch verbergen können. Gute Leute werden vorangehen und die Menschheit vor der Auslöschung retten. Heißt sie willkommen und arbeitet mit ihnen zusammen, denn ihr seid auf der Erde, um die menschliche Rasse zu retten. Steht nicht im Abseits. Allgemein scheinen die Dinge im Moment wieder einmal außer Kontrolle zu geraten, doch sie sollten als die letzten Anstrengungen der Dunkelwesen gesehen werden, uns am Erreichen unseres Ziels zu hindern. Denn trotz des äußeren Anscheins gibt es viele Fortschritte, und es ist beachtenswert, dass die jungen Menschen gut organisiert und fähig sind, auf friedliche Weise zu demonstrieren, um ihre Ziele zu erreichen. Es war zu erwarten, dass die Seelen, die jetzt auf der Erde inkarnieren, wesentlich informierter, sensibler und organisierter sind, um der Menschheit dabei helfen zu können, auf dem Weg in den Aufstieg voranzukommen. Bedenkt, dass die meisten genannten Veränderungen sich erst nach dem Aufstieg vollziehen können. Das Verschmelzen zur Einheit, wie oben, so unten ist der Nullpunkt, und wenn wir uns diesem annähern, wird dies helfen, das goldene Zeitalter in die Physikalität hineinzuholen und auf der aufgestiegenen Erde zu etablieren. Ich spüre, dass es angesichts der gegenwärtigen Verhältnisse angemessen ist, diese höchst willkommenen Veränderungen, die uns in sehr naher Zukunft erwarten, herbeizurufen. In einer dramatischen Warnung mahnt das Halbblut Lekartis, halb Leiadia, halb Reptiloide, die Menschheit vor ihrem Untergang. Den Link zu dem Buch findest du ebenso unter dem Video wie auch den Link zu über 500 weiteren Inhalten über die Galaktische Föderation und den Hohen Rat der Plejaden, die nicht öffentlich zugänglich sind. Es geht leider nicht mehr ohne deine Hilfe. Du kannst Vibes aber bitte mit einem Energieausgleich unterstützen. Bitte abonniere auch den zweiten Ashtarshan YouTube-Kanal. Sämtliche arcturianischen Lichttechnologien werden innerhalb sehr kurzer Zeit für euch Menschen der Erde zur Verfügung gestellt werden. Auch fortgeschrittene Technologien und die Alienrassen, die sie betreiben, wie etwa der Heilige Orden der Sirianischen Lichtarbeiter und deren fortschrittliche Formen der Akupunktur werden verfügbar sein. Einfache Dinge wie Augenlichtprobleme oder Fettleibigkeit können dann sehr rasch korrigiert werden. Alle Formen regenerierender Verjüngung und Reparatur der DNA und der Chromosomen, sowie Haut- und Schönheitsbehandlungen werden allen zur Verfügung stehen. Alle werden frei sein, frei, das Leben in der Weise zu erleben, wie es für sie jeweils sinnvoll ist. Jedem wird Hilfe zur Verfügung stehen dabei, Pläne für die nächsten Schritte in seinem Leben zu machen. Diese Heilzentren werden sich in den Lichtstädten befinden, die dann für alle sichtbar sein werden, offenbart im Zuge der Enthüllungen. Viele Überzeugte müssen die Information über die Lichtstädte allerdings noch in ihr Denken integrieren. Es sollte verstanden werden, dass diese Lichtstädte eine Ausdehnung und Erweiterung der Mutterschiffe sind. Man wird zu diesen Orten bzw. Treffpunkten gehen oder in den Lichtstädten auch arbeiten, entweder mit Hilfe von Flugkörpern oder durch Hinaufbeamen. Am Ende des Tages werden die Leute dann wieder nach Hause zurückkehren. Nach ein paar Jahren wird die Erde dann ein Planet ohne jegliche Krankheiten sein. Wenn dann die Heiler, die in diesen Lichtzentren gearbeitet haben, ihre Heiltätigkeit an der Bevölkerung abgeschlossen haben, werden sie sich dadurch für eine neue Arbeit qualifiziert haben, die man nicht mehr als Arbeit bezeichnen kann, sondern eher als kreative Hilfestellung, in einer neuartigen Art und Weise, wie diese bisher noch nicht erreichbar war. Minus so zum Beispiel auch bei der Schaffung des Bereichs Selbstverwaltung und der Einführung der neuen Rechtsprechung, sowie neuer Wege zum Weltfrieden. Gestattet eurer Vorstellungskraft, euch über das hinauszuheben, was bisher als wahr akzeptiert worden war. Die meisten eurer Politiker werden zurücktreten müssen und in zügigen Verfahren verteilt werden. Die Trennung der Wege vollzieht sich jetzt, da die Dunkelkräfte immer tiefer in dem Sumpf versinken, den sie sich selbst geschaffen haben. Und während sie immer tiefer in die niederen Schwingungsebenen abfallen, bewegen sich alle anderen, die sich der Lichtseite verschrieben haben, immer höher aufwärts, da ihre Eigenschwingungen sich erhöhen. Seit sie in großartiger Weise jene 2020 Wegmarke überschritten haben, haben sie nicht mehr zurückgeblickt. Denn durch die Fokussierung auf alles Positive wird um euch herum ein sicherer Schutz geschaffen, der vor jeglichen Versuchen schützt,
ihn durcheinander bringen zu wollen. Wir sind der Rat der Galaktischen Föderation, wir sind die Menschen des Arcturus, die Sirianischen Menschen, die Lyrianer, die Plejadier und sogar die Menschen der weit entfernten Andromeda-Galaxie. Unsere Energieübertragungen mögen dich reinigen und dir helfen, die 3D-Matrix zu verlassen und in die göttliche 5D-Matrix rein zu transzendieren. Und in diesem Sinne verbleiben wir mit den sirianischen Worten, Shakara Umsilum Kevaru Ishtar, was so viel heißt wie, das Licht sei mit dir.